Herzlich willkommen auf Hemmesalp TV. Ja, bevor ich mit meinem eigentlichen Video anfange, weil es hat mal einer geschrieben, ob ich auch Videos dann mache von dem Ausbau der A8 bzw. Neubau, dann habe ich natürlich geschrieben, ja, wenn das dann akut ist, werde ich dann dort auch Videos machen. Und jetzt kann ich euch berichten, und zwar hat das Land Baden-Württemberg am Montag die Pläne für den Neubau des Alpaufstieges, also von Mühlhausen-Thele nach Hohnstatt, dem Bund am Montag übergeben. Baubeginn soll demnach am, also 2024 sein. Das heißt, ich werde natürlich für euch dann auch von dort berichten, weil ich ja logischerweise aus der Nähe bin und werde euch dann in regelmäßigen Abständen den Baubericht zeigen, also zeigen, was da jetzt Sache ist. Natürlich die Tunnelarbeiten, die kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil da wird ja ein Tunnel gebaut und Brücken. Die Brücken kann ich euch zeigen, aber den Tunnel selber würde ich wahrscheinlich nicht zeigen können. Aber schauen wir mal, was ich alles zeigen kann. Aber bis dahin sind ja jetzt noch knapp über 3 Jahre. Also, jetzt wieder zurück zum So heute. Und hier hat einer geschrieben, die schwarze Pampe wird gewalzt. Und wir sehen jetzt hier die Cam auf BA19, wo ja hier auch der neue Steg gebaut wird. Für alle, die jetzt neu dazukommen. Man muss hier einen neuen Steg bauen, um den alten Weg über BA21 wegnehmen zu können, muss man jetzt auf BA19 einen neuen Weg machen. Und da sind sie jetzt gerade dabei. Das haben sie jetzt alles hier schon betoniert. Und der Steg ist auch schon soweit fertig. Hier drüben haben wir den Steg. Da kommt jetzt nur noch der Wetterschutz oben drauf. Und weil einer gesagt hat, die schwarze Pampe wird auch schon betoniert. Das ist hier, da hat man jetzt asphaltiert. Und das hat er gemeint mit die schwarze Pampe wird gewalzt. So, also hier haben sie jetzt definitiv asphaltiert. So, dann schaue ich mal weiter. Bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick auf BA18. Hier haben wir ja K6, wo gerade armiert wird. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Also, ich würde mal sagen, die erste Lage ist fast fertig. Und übrigens, wenn ihr jetzt kein Gerattere gehört, ich mache das jetzt von meinem anderen Smartphone aus, weil ich denke, dass ich dann mehr Aufrufe bekomme, als wenn ich es von meinem Laptop aus mache. Und Leute, das wird jetzt in naher Zukunft, also in den nächsten 4 Wochen auf jeden Fall, meistens der Fall sein, dass ich hier aus dem Homeoffice Videos bringe. Weil ihr wisst, wir haben ja einen Lockdown und da sollte man ja nach Möglichkeit so wenig wie möglich nach draußen gehen. Natürlich werde ich versuchen, so oft wie möglich vor Ort zu sein.
Aber auch immer im Hinterkopf zu haben, dass wir einen Lockdown haben. Das heißt, also Stuttgart Minimum einmal in der Woche, das heißt diese Woche und nächste Woche, dann ist ja Weihnachten. Dann findet ja auf der Baustelle zu, also weniger statt. Und dann ist sowieso erstmal Pause. Und dann sieht man im neuen Jahr weiter, was dann noch geschieht wegen Corona. Also lassen wir uns überraschen. So, aber vorab, es wird dann jetzt halt eben viel mehr Home-Videos geben als Videos direkt vor Ort. Und deswegen bitte ich euch, schaut auch diese Videos an, teilt auch diese Videos, weil das ist gerade so sagbar wichtig, weil ich und beziehungsweise die von S21 Bautv, also Hubert und Jochen, Mario, ja, oder ich, wir wollen euch auch von zu Hause aus von der Baustelle berichten. Und es geht eben nur so über die Webcams, ohne dann direkt vor Ort zu sein. Und deswegen, schaut die Videos an, teilt die Videos, das ist ganz arg wichtig, dass wir auch hier ordentlich Aufrufe haben, weil wir ja schließlich diese Webcams-Rundgänge für euch machen. So, also, hier haben wir jetzt, wie schon gesagt, K6 wird gerade armiert, ist schon sehr weit fortgeschritten. Also von der Schalungseinheit ist nichts mehr zum Sehen. Und dann würde ich sagen, ich schaue mal weiter. Bis gleich. So, jetzt die Webcam vom Turm aus. Und da kann man jetzt sehr schön sehen, hier K19, die ja gerade an Vorbereitung ist. Und jetzt sind auch bei dieser Webcam von, übrigens bin wieder bei IG Bürger auf der Seite. Und da erstmal ein recht herzliches Dankeschön an Hubert, dass er die Webcams auf ihre Seite gestellt hat. Weil da kriegt man ein schöneres, größeres Bild. So, also gehen wir mal richtig rein hier. Und da kann man wenigstens auch zoomen, im Gegensatz zu den Webcams von der Deutschen Bahn. So, also hier kann man jetzt auch schon sehr schön sehen, dass sie jetzt hier am Armieren sind, dass hier die ersten Armierungsstähle schon drin sind. Und hier sind sie auch schon am Arbeiten. Und hier kann man auch sehr schön sehen, die Rundung, ne, die Rundung von der Schalung, wo dann nachher, ja, wie soll ich jetzt sagen, von der Hutze dann nachher später auch, ne? Also die wird dann richtig gebogen, das ist praktisch der Anfang von der Hutze, sage ich mal. So, und hier kann man auch schon die ersten Abstandhalter sehen. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Was gibt es hier sonst noch alles zum Sehen? Also hier haben wir nochmal K6. Ja, ansonsten gibt es hier jetzt eigentlich so viel auch nichts zu sehen. Da würde ich sagen, ich schaue mal weiter. Also bis gleich. So, jetzt haben wir hier die Webcam vom ITS aus. Und wie man sieht, stehen hier, also hier und hier, jeweils eine Pumpe. Leute, was heißt das? K11 wird betoniert. Wie schon K20, nicht an einem Samstag,
sondern unter der Woche an einem Mittwoch. Das heißt, heute wird auch nicht der Bahnsteig oder die Bodenplatte im BA9 betoniert. Nein, heute wird K11 betoniert. Aber dazu kommen wir gleich mit einem anderen Bild. Ich zoome aber trotzdem mal rein. Vielleicht kann man ja schon etwas sehen. Aber vorab schauen wir mal hier rüber. Weil hier haben sie ja auch die letzten Lücken geschlossen, wie man sieht. Also das sieht schon mal alles sehr gut aus. So, und das ist hier die Galeriestütze für K13. Na. So, und dann haben wir hier die nächste Galeriestütze, weil das wird ein sogenannter Randkelch werden. Und hier haben wir den Kelchfuß. Aber ich denke mal, K13 kommt dran, wenn K11 fertig ist. Das heißt, die Schalung wandert dieses Jahr noch rüber zu K13. Und dann würde ich sagen, zoomen wir mal rein auf K11. Vielleicht sieht man was. Aber man sieht hier noch nichts. Aber wie gesagt, besser sieht man es nachher. Also hier haben wir die eine Pumpe. Und die andere Pumpe steht hier am Bonatzbau. Also ihr seht, man kann auch die Kelchstützen betonieren, wo schon eigentlich eingebaut sind von anderen. Die Pumpen, die brauchen ja nicht viel Platz, wenn die mit ihrem Arm hochgehen. Also von dem her gesehen, sieht es doch schon mal sehr, sehr gut aus. Hier haben wir übrigens R5, der ja schon eine ganze Weile fertig ist. R5 für alle, die jetzt neu dazukommen. Also als R bezeichnet man immer diese Kelchstützen, die kein Lichtauge haben, die auch keinen Kelchfuß haben, die also eigenständig da stehen und in die Wand reinlaufen. Und die werden dann später eigentlich von den anderen Kelchstützen so gesehen gehalten. So, und der Jochen bezeichnet die immer als Fake-Kelchstützen. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Begriff, wie ich finde. Und deswegen gibt es hier jetzt auch mehr nicht zum Sehen. Und für alle, die jetzt neu dazukommen, weil wir ja gerade hier noch eine gelbe Plane sieht. Also hier unter diesem Steg sind noch zwei Kelchfüße und die gehören zu BA14, wo ich auch in der Meinung bin, wenn ich da jetzt falsch liege, dürft ihr mich gerne unterbrechen, weil sonst wäre ja BA14 auch nur ein kleiner Streifen, bin ich in der Meinung, dass die K14
und die K13 ebenfalls zu BA14 gehören. Wenn ich falsch liege, dürft ihr mich gerne berichtigen in den Kommentaren. Aber ich denke mal, das könnte vielleicht so sein. So, dann schaue ich mal weiter. Also bis gleich. So, das ist jetzt die andere Webcam von dem Turm, von dem Bahnhofsturm. Und da haben wir jetzt auch wieder ein sehr schöner Blick auf K13. Hier haben wir K14. Und meines Wissens nach müsste das hier K10 sein, weil hier ist ja K11, da gehe ich gleich noch drauf. Und dann müsste hier oben sein K9. Also wenn ich jetzt falsch liege, berichtigt mich. Aber so bin ich eigentlich in der Meinung, dass es so ist. So. Und K13 hier wird auch logischerweise in Randkelch für alle, die wo neu dazukommen, immer. So. Aber jetzt sieht man natürlich K11 nicht so gut. Das sieht man auf dem anderen Bild besser. Dann würde ich sagen, ich schaue mal weiter. Bis gleich. So, das ist die nächste Webcam vom Turm. Und da sieht man jetzt dann BA12. Und da sieht man dann auch die anderen Kelche noch. So, und dann gehen wir mal nach oben. Und dann haben wir jetzt hier BA11, BA11 ist nicht, aber K11, und die wird ja heute, wie ihr jetzt gerade vorher schon gesehen habt, betoniert. Und da gehen wir mal doch näher ran und schauen uns mal das Ganze ein bisschen aus der Nähe an. Also man sieht hier sehr viele Leute am Arbeiten. Muss ich bloß mal anders auf meinen Stuhl drauf sitzen. So. Also man sieht hier sehr viele Leute am Arbeiten. So, halt jetzt ziehe würde ich jetzt anscheinend am falschen Handy rumziehen. So, also hier sieht man sehr viele Leute am Arbeiten. Und hier kann man schon ein Stück von der grauen Pampe, wie der Hubert das immer so schön sagt, sehen. Also das sieht doch schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Die Rüttler liegen da auch schon rum. Und ich denke mal, entweder ist der Hubert vor Ort oder der Jochen. Einer von beiden. Auf jeden Fall, hier sieht man auch sehr schön schon die graue Pampe. Natürlich geht da noch viel mehr rein. Und ich denke mal, jetzt um 11 Uhr wird vielleicht im Viertel von der Kelchschnitze voll sein. Das heißt, es muss ja alles noch runtergerüttelt werden. Aber das schaut schon mal sehr gut aus. Und hier kann man jetzt mal sehr schön beide Betonpumpen sehen hier. Das ist die eine, die jetzt innerhalb steht. Ja, die stehen eigentlich beide innerhalb. Aber die, wo halt auf der rechten Seite so gesehen, wenn man auf dem Steg steht, steht. Und die hier ist auf der linken Seite. So, dann schauen wir mal weiter. Und ich werde dann nachher gegen Nachmittag
Nochmal ein kleines Update von dieser Kältestütze hier bringen. Also könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, dass da noch ein Video kommt. Aber leider auch bloß aus dem Homeoffice. Weil wie gesagt, heute kommt mein Kaminfeger und da sollte ich natürlich schon vor Ort sein. Weil wenn der jetzt dann nochmal kommen muss, kostet es mich auch nochmal mehr Geld. Und deswegen bin ich dann lieber zu Hause, wenn der kommt. So, also die eine Pumpe kann man jetzt sehr schön sehen, die geht, kommt hier raus. Ne? So, mal gucken, vielleicht können wir die andere auch noch ein bisschen einfangen. Also die andere Pumpe, die kommt dann praktisch hier raus. Ne? So, dann würde ich sagen, schaue ich mal weiter. Also bis gleich. So, nun die Webcam von der alten Bahndirektion auf BA9. Und wie man auch hier sehr schön, ne, sehr schön sehen kann, sieht man auch hier die zwei Pumpen stehen. Dazu mir auch gleich nochmal ein bisschen ran. Und wie man hier auch sehen kann, die Vorbereitung für die Bodenplatte, also für den vierten Abschnitt der Bodenplatte, so muss man sagen, im BA9. Also für alle, die jetzt neu dazukommen, und es sind ja immer wieder neue dabei, also mehr macht es jetzt so, dass man erst hier die Bodenplatte betoniert. Weil es ist so, wenn man jetzt Bodenplatte und diesen Bahnsteig hier mit betonieren würde, also gleich alles fix und fertig machen würde, würde dann der Beton, wo man hier rein pumpt, würde dann hier oder hier wieder rauskommen. Das heißt, man macht erst diesen Abschnitt hier komplett fertig als Bodenplatte und als, so gesehen, ja, als Bodenplatte für spätere Fahrspuren. Und hinterher macht man dann separat diesen Bahnsteig. So, jetzt auf, und daneben hat man das ja schon gemacht und hier drüben hat man das übrigens auch schon gemacht, aber da sind sogar schon die Bahnsteige fertig, also 3 und 4. Hier drüben ist schon fertig und die haben wir jetzt bloß wieder verfüllt, um eine Arbeitsfläche zu haben, um die Kältestützen zu bauen. So, dann würde ich sagen, zoome mich mal rein. Aber vorher, warte mal, dann gucken wir mal hier. Also hier hat sich noch nicht so viel geändert. Also was ich auch schon gesehen habe, ich kann mich natürlich auch täuschen, habe ich vorher hier Leute gesehen. Ob das jetzt Bauarbeiter waren oder ob das normale Passanten waren, kann ich euch jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Aber ich denke mal, das müssen Bauarbeiter gewesen sein, weil ja hier die Bauzäune schon stehen. So, also zoome ich mal rein. Also, hier kann man jetzt sehr schön erkennen, die Bodenplatte, wo man den letzte Woche, glaube ich, war das. Und da muss man jetzt dann bloß noch den Bahnsteig machen. So. Also der Bahnsteig, der wird, ich muss mich immer ein bisschen orientieren an meinem Handy. Also der Bahnsteig wird dann hier hinkommen.
Und der sieht doch auch schon sehr gut aus eigentlich. Der sieht auch schon relativ fortgeschritten aus. Also sieht so aus, als wenn man da auch bald die Schalung ransetzen kann. Und hier ist natürlich, sind die Farbspuren natürlich schon fertig. Schalungen sind alle da. Die Dielen zum nachher da betonieren, wo die Bahnsteige hinkommen, sind auch schon vorhanden. Also, es wartet eigentlich nur noch auf die Betonage. Und ich sehe aber auch, weil der Jochen jetzt gestern auch geguckt hat, aber da arbeiten sie auch gerade noch. Ich denke mal, sie machen da jetzt sauber. Also, das ist ganz wichtig für alle, die jetzt neu dazukommen. Weil ich denke mal, dass sie jetzt hier gerade ausblasen. Also, bevor man betoniert, muss das Ganze, was jetzt hier betoniert wird, außer jetzt an den Bahnsteigen hier, weil da kommt ja noch Beton nachher oben drauf, aber alles, was hier ist, muss man ausblasen, um sicherzugehen, dass der Beton später, wenn man betoniert, auch richtig hebt. Na? Weil da sind immer noch irgendwelche Partikel vom Schweißen und so weiter, weil die ja auch öfters mal die Armierungsstähle aneinander schweißen. So, jetzt haben wir hier, ja, wie soll ich es jetzt sagen, Spannbetonbrücke Bahnsteig Nummer 2, das hört sich doch am besten an. Warum Spannbetonbrücke? Ganz einfach, hoppsa. Die neue Bahnhofshalle darf den darunter liegenden S-Bahn-Tunnel, ne, der jetzt hier darunter liegt, nicht berühren, weil der S-Bahn-Tunnel aus statischen Gründen nicht in der Lage ist, den Bahnhofsdruck zu tragen. Das heißt, man muss hier sich eine Technik zuneige machen, die aus dem Brückenbau kommt. Und deswegen spricht man hier von einer Spannbetonbrücke. Jetzt sagen natürlich, ja, die sitzt doch komplett auf dem S-Bahn-Tunnel auf. Das ist richtig. Die Spannbetonbrücke liegt zwar auf dem S-Bahn-Tunnel auf, aber, jetzt kommt das Aber, zwischen S-Bahn-Tunnel und dieser Spannbetonbrücke hat man Sand drunter gemacht. Das heißt, man hat da ungefähr zwischen 10 und 15 Zentimeter dicken Sand, also Sand drunter gepackt, hat den verdichtet und dann hat man angefangen, das Ganze zu armieren und nachher dann zu betonieren. So, wenn der Beton ausgehärtet ist und diese schwarzen Punkte, wo ihr hier seht, überall, übrigens in dem Bereich sind das natürlich sehr viele, ja, das sind die Spannseile, also die Spanndrähte oder Stahlkabel, die ummantelt sind mit einem Schutz, wie bei euch zum Hause zum Beispiel die Kabel in der Wände einen Schutz drum haben, so haben die auch noch einen Schutz drum. Und wenn die Betonage fertig ist und der Beton etwas angezogen hat, wird man oder tut man das Ganze dann unter Spannung setzen?
Das heißt, man zieht dann praktisch hier an diesen Noppens oder schwarzen Punkten, zieht man einfach dann die Kabel etwas heraus und somit wird das ganze Bauwerk, was man hier gebaut hat, etwas angehoben. Ja, das heißt, es schwebt dann. Und dann kann man hinterher hier an dieser Seite und natürlich auf dieser Seite dann den Sand drunter raussaugen. Und den Sauger, den zeige ich euch nachher noch auf einer anderen Webcam. So, also das mal so viel. Und weil ja immer viele sagen, ja, warum geht man nicht unter dem S-Bahn-Tunnel drunter? Es gibt zwei Gründe, warum man nicht drunter durchgeht. Grund Nummer eins ist, das Mineralwasseraufkommen, was wir in Stuttgart haben. Wir haben in Stuttgart das größte Mineralwasseraufkommen Europas. Ja, auch wenn es manche Leute nicht für wahr haben wollen. Und zweitens, es würde theoretisch gehen, wenn das Mineralwasser nicht wäre, könnte man unter den S-Bahn-Tunnel durchgehen. Man müsste aber in einem Steigungswinkel von maximal 15% nach oben gehen, nach dem S-Bahn-Tunnel. Das heißt, man würde ungefähr beim BA 15, 16 nach oben kommen. Und dann hätte man auch für die Bahnhofshalle nicht mehr so viel Platz. Das heißt, man müsste die Bahnhofshalle fast bis zum Bergmännischen Tunnel auf der Südseite ziehen. Und das würde so nicht gehen, weil wir haben ja noch die Stadtbahn und das wäre alles ein bisschen ein Problem. Und deswegen haben die Ingenieure, aber auch der Herr Ingenhofen gesagt, wir gehen über die S-Bahn drüber und unter der Stadtbahn durch. Ja, und weil jetzt alle sagen, ja, 15% Neigung, 6 Meter auf 450 Meter. 6 Meter auf 450 Meter ist gar nichts. Ist absolut nichts. Weil die sagen ja auch immer, dass die Koffer dann wegrollen oder die Rollstühle wegrollen, wenn man dort im Bahnhof steht. Also ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man jetzt an der Straßenbahnhaltestelle steht und die Haltestelle ist an einem Berg oder an der Bushaltestelle und man hat einen Koffer dabei oder einen Rollstuhl, Kinderwagen, da rollt ja komischerweise auch nichts weg. Na, da frage ich mich, warum bringt man denn hier solche Argumente, wo im wahren Leben eigentlich nicht passieren. Und nur weil jetzt mal in Köln ein Zug ein bisschen weiter gerollt ist, hier so ein Drama zu machen. Wenn ich jetzt im Auto eine Bremse nicht feststelle oder nicht die Bremse trete, ja, an der Ampel rollt mein Auto auch weiter. Ist ja logisch. Ne? So, das heißt, ich muss halt eben auch im Zug die Bremse betätigen, um dass der Zug steht. Wenn ich die nicht betätige, rollt logischerweise der Zug weiter. Ganz einfach. So, das mal noch ein bisschen als Hintergrundwissen und als Wissen, was die ganzen Leute so reden, die keine oder wenig Ahnung haben. Sagen wir es mal so. So, jetzt aber wieder zurückzukommen. So, jetzt schauen wir einfach mal hier weiter. Also, hier haben wir Bahnsteig 1, den haben sie ja gestern betoniert. Und der Jochen hat das Ganze gefilmt. Also, wenn ihr das anschauen wollt, die Betonage von
der Spannbetonbrücke Bahnsteig 1 im BA11 geht auf S21 BauTV. Da könnt ihr euch das anschauen. Das geht knapp 30 Minuten und hat der Jochen ein sehr schönes Video gemacht. Bin ich echt begeistert gewesen. Und dafür geht es von mir. Na, Daumen hoch. Ne? So. Also, schauen wir mal weiter. Also, und da wollten wir ja noch mal geschwind rüberschauen zum K11. Also jetzt aus diesem Winkel natürlich nicht so sehr viel zu sehen von K11. Also sie sind jetzt gerade im Moment in diesem Bereich und in diesem Bereich. Und dann würde ich sagen, ich schaue mal weiter. Bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick von der anderen Webcam an der Bahndirektion, und zwar in Richtung Norden. Dann haben wir hier unten BA 2 und 3 und hier oben haben wir BA 1 Süd und 1 Nord. Erkläre ich gleich für alle, die neu dazukommen, warum wir das so sagen. Und hier haben wir die provisorische Jägerstraße. Und ich würde sagen, ich zoome mal rein. So, und jetzt für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Also, das hier ist die provisorische Jägerstraße, das ist noch BA2. Hier, wo der Bagger steht, das ist die eigentliche Jägerstraße, die jetzt wieder hergestellt wird. Die war ja vorher während der Bauzeit auf einer Behelfsbrücke. Und das ist übrigens dann BA1 Süd. Und das erkläre ich euch jetzt alles auf diesem Video. So, aber das kann man nachher besser sehen. Also jetzt von der Cam kann man das nicht so gut sehen, aber von der anderen Seite erkläre ich es euch dann noch besser. So, hier sehen wir jetzt hier die Deckenschalung. Dann die Schalung für das Entrauchungsbauwerk. Und hier drüben. Haben sie ja dann demnächst eine Mauer gezogen, oder besser gesagt eine Wand gezogen. Man muss immer aufpassen, was man sagt. So, aber das zeige ich euch nachher alles von der anderen Webcam. So, dann sieht man hier eine Schalungseinheit mit Armierungsstäben und hier natürlich auch, also Armierung. Also hier werden auf jeden Fall noch was auf den Tunnel oben drauf kommen. Der Hubert war in der Meinung, dass das eventuell Technikräume sind. Also das könnte natürlich möglich sein, weil in diesem Bereich hier kommt ja das Entrauchungsbauwerk oder das Schwallbauwerk. Und für dieses Schwallbauwerk braucht man ja auch noch Technikräume und so weiter, dass dann der Rauch abgezogen wird und so weiter. Und deswegen bin ich auch in der Meinung, dass dieses alles hier oben drauf kommt. Natürlich, wie groß die Technikräume jetzt sind, ob die jetzt bis zur Oberfläche gehen oder unterirdisch sein werden, kann ich euch nicht sagen. Da habe ich keine Pläne. Aber wenn ihr Pläne habt, ihr dürft sie mir gerne schicken. Dann kann ich es mir anschauen und dann kann ich es beim nächsten Mal mit einbauen. Das wäre natürlich ganz klasse. So, hier sieht man Armierung. Und hier hat man ja schon eine Seitenwand betoniert und das hier ist übrigens die Anschlussarmierung. Und hier sieht man natürlich dann auch die Jägerstraße, aber das schauen wir uns jetzt alles von der nächsten Webcam an und deswegen sage ich bis gleich.
So, jetzt sind wir bei der nächsten Webcam in Nord. Und hier sieht man, da zoome ich jetzt mal rein. Übrigens, dank Walter weiß ich jetzt auch, was sie da den letzt gemacht haben. Nämlich mit dem hier, das hätte man ja eigentlich auch einfallen können, aber wie es halt so ist, auf die naheliegendsten Dinge kommt man relativ selten. Also, das hier sind die Betonbrocken von dem, was man jetzt hier, ich hoffe, dass man, kann man sehen, was sie hier abgesägt haben. So, die hat man jetzt zerkleinert, die man dann wahrscheinlich auch zum Auffüllen nimmt. Und hier kann man ja auch noch einige sehen. Also die werden sie wahrscheinlich auch noch verkleinern. Und hier haben sie immer noch die Folie drüber gespannt. Aber was sie da jetzt genau speziell machen, kann man von hier aus leider nicht sehen. So, dann gehen wir mal weiter. Also hier steht der Bagger, der das Ganze immer zerkleinert. Hier sind wir jetzt schon noch nicht auf der Jägerstraße, das ist noch BA2. So, hier haben wir jetzt den provisorischen Gehweg und die provisorische Jägerstraße. Das kommt natürlich alles wieder weg, sobald hier die Jägerstraße fertiggestellt ist. Aber hier sind sie gerade dabei, und wenn man jetzt gerade diesen Staubsauger hier sieht, das ist ein Staubsauger, ja, für alle, die neu dazukommen. Dieser Staubsauger saugt dann praktisch im BA11 den ganzen Sand unter der Spannbetonbrücke wieder heraus. So, jetzt schauen wir mal hier auf die Arbeiten von der Kabelkanne ein, also Infrastrukturarbeiten, sage ich mal. Also das sieht so aus, als wenn das auch vorangeht. So, jetzt mal noch ein Blick. Na, wieso komme ich da jetzt nicht lieber? Muss ich das Handy schon ein bisschen rüberschieben? So. Also. Hier haben wir ein Süd, dieses kleine Pitzelchen hier, wo der Armierungsstahl drauf liegt. Das ist ein Süd noch. Und hier, wo die Schalttafeln liegen für die Deckenplatte, das ist schon ein Snot. Das hat man jetzt so gemacht. Oder das haben wir jetzt so eingerichtet. Eigentlich wäre das alles BA1. Aber weil ja das hier schon früher fertig war, wo sie noch den bergmännischen Tunnel gemacht haben, haben wir einfach gesagt, okay, das ist ein Süd und das andere ist ein Nord. Weil dieser Bereich hier konnte man erst machen oder angehen, sage ich mal so, wenn der bergmännische Tunnel fertig ist. So, dann ziehe ich das jetzt mal wieder ein Stück zurück. So, also wie gesagt, hier haben wir, dann bleibe ich gerade mal ein bisschen, die Arbeiten an der Infrastruktur. Hier haben sie auch noch einiges an Sand und was weiß ich noch da liegen, was halt Staubsauger so absaugt.
Also mir ist jetzt definitiv klar, dass die Jägerstraße in diesem Jahr nicht mehr fertig wird. Schade für uns natürlich, weil wir hätten so gerne direkt reinfüllen können wollen von der Jägerstraße aus auf 1 Nord, aber das geht leider nicht, weil 1 Nord wird wahrscheinlich vorher schon fertig sein. So, vielleicht noch den Rest, ja, aber schauen wir mal. So, und hier arbeiten sie auch an der Infrastruktur und wie gesagt, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, legen sie jetzt hier das Kabel so im Bogen rum und schauen wir mal, wie es dann weiter aussieht. So, also dann wären wir hier mit der Webcam fertig und dann schauen wir mal auf die nächste und die kommt jetzt dann von der Neckarbrücke. Bis gleich. Ja, bei der Neckarbrücke gibt es leider beim S oder bei IG Bürger nur die eine. Soviel ich weiß, gibt es da auch zwei. Was jetzt mit der anderen ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann auch das der Hubert mal oder der Jochen mal in einem ihrer Videos ansprechen. Weil es würde mich schon gern interessieren, weil ich würde euch auch gerne mal den Blick von der anderen Webcam zeigen, aber habe leider nur die eine. Aber das reicht mir auch schon. Natürlich für den Bogen von dem Steg auf die andere Seite von der Plattform, auf Rosensteinpark-Seite, wäre natürlich die andere Webcam natürlich besser. So, dann schauen wir uns doch mal an, was hier so alles geboten wird. Jetzt muss ich natürlich mein Handy wieder ein bisschen rüberschieben. So, dann machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. So, ein bisschen hoch. So. Na, jetzt sieht man natürlich. Also man kann jetzt sehr wenig erkennen durch die Sonneneinstrahlung. Gehen wir noch ein bisschen raus. Aber man sieht nicht sehr viel. Und deswegen würde ich sagen, ich gehe mal weiter, bis gleich. So, das ist Verzweigungsbauwerk an der Ehmannstraße, Tunnelbau für die Fernbahn. Und da schauen wir uns das Ganze doch mal näher an, weil da sind sie auch gerade am Arbeiten. Hier haben sie einen Kübel mit Bettung, aber was der macht, das schauen wir uns gleich mal an, weil hier steht eine Bettungpumpe. Das heißt, sie haben hier diesen Bereich hier betoniert, was gestern noch nicht betoniert war. Also ihr seht, es nützt schon was, wenn ich hier aus dem Homeoffice euch auch was bringe. So, dann tun sie jetzt hier schon armieren. So, das heißt, sie haben jetzt hier noch ein kleines Stück. So, was betonieren sie hier gerade? Ich denke mal, hier machen sie jetzt die Sauberkeitsschicht gerade. Weil da liegt Folie aus. Also ich denke mal, das ist die Sauberkeitsschicht, was sie jetzt hier betonieren.
nachdem sie das Ganze jetzt ausgebaggert haben, müssen sie jetzt hier unten noch ein bisschen ausbaggern. Hier haben sie das schon fertig. Da fehlt halt auch noch die Sauberkeitsschicht. So, und dann haben wir ja hier noch die Innenschalung vom Bergmännischen Tunnel. So, mehr gibt es da gerade nicht zu sehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, das ist jetzt die andere Cam von dem Verzweigungsbauwerk. Und da hat sich aber seit gestern nicht sehr viel verändert. Außer dass jetzt hier dieses Gerüst aufgestellt wurde. Aber ansonsten hat sich hier nicht sehr viel verändert. Und aus dem Grunde schaue ich gleich weiter. Bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick zum Flughafen mit den drei neuen Wetcamps. Und wie man sieht, sie sind hier am Arbeiten. Natürlich geht das Ausheben natürlich da drin immer noch weiter. Aber wie es jetzt genau da drin aussieht, kann ich jetzt hier von aus nicht sehen. Und da würde ich sagen, gehen wir weiter. So, die nächste Webcam vom Flughafen. Und das ist am Messeplatz da. Und da haben wir ja hier ein Loch, wo drunter gearbeitet wird. Dann haben sie jetzt hier eine Leiter hingestellt, schätze ich mal. Oder was anderes. Oder ein Gerüst. Könnte auch ein Gerüst sein. Das kann man jetzt von hier aus schlecht erkennen. Aber wenn ich jetzt am Flughafen bin, erkenne ich da gar nichts, weil man nicht reinschauen kann. Und hier arbeiten sie auch hier unten. So, dann schauen wir mal weiter. Und dann haben wir hier den nächsten Zugriff. Aber mehr gibt es da auch nicht zu sehen. Und dann würde ich sagen, ich schaue mal weiter. Also bis gleich. So, ich schaue mal auf den Zugriff an der Flughafenstraße. Und man kann deutlich sehen, dass es hier weiter in die Tiefe geht. Was man aber auch hier erkennen kann, ich kann mich auch täuschen, aber es sieht so aus, als wenn man jetzt da drunter geht. Also es sieht zumindest von hier aus, von der Cam aus, so aus, als wenn man jetzt da drunter geht. So, dann schauen wir mal weiter. Also hier haben sie ein Gerüst aufgebaut. So, wie sieht es weiter drüben aus? Da steht noch ein Bagger, der noch weiter runter geht. So, mehr gibt es aber jetzt von dieser Cam auch nicht zu berichten. Also bis gleich. So, das gleiche nochmal bloß von oben mit dem Portalkran. Und für alle, die jetzt neu immer dazukommen, also das Loch oder den Angriff, wo ich gerade gezeigt habe, ist unter diesem Portalkran. Und man hat diesen Portalkran aufgebaut, um den ganzen Aushub rausholen zu können. Weil das wäre mit dem normalen Kran zu schwer. Und deswegen hat man hier einen Portalkran aufgebaut. Und der ganze Schutt, der wird hier ab.